So, die Leute, nun ist es soweit. Es beginnt der letzte Cup der Weltraumtour und das ist der Rosalina Cup. Und diesen gesamten Cup machen wir mit Rosalina, denn Rosalina ist die Prinzessin des Weltalls. Ja, ne? Das habe ich schön gesagt. So. Wollen wir mal gucken? Ob wir es schaffen? So. Zack, erwischt. Dr. Mario. Vierter. Folge Ramp vom Shy Guy, ey. Dritter. Zweiter. So, gucken, das schaffen. Und wir haben es geschafft. Mit Rosalina sind wir erster Platz geworden. So. Ja, diese Rosalina, die gab es da in der Metropolentour, ne, zum ersten Mal. Aber da war ja mein großes Ziel nur das wunderschöne Eiscreme-Auto zu erhalten. So, jetzt kommt die Regenbogen Boulevard. Und hier nehmen wir Feuer-Rosalina, denn Feuer-Rosalina war in der letzten Weltraumtour von 2022, meine ich, war das, mit dabei und ist auch, hat auch da ihren Debüt gehabt. Und deswegen nehmen wir jetzt Feuer Rosalina und ich finde sie so heiß und geil. Und ihre Füße auch. So. Und wir nehmen passend zu Rosalina, nehmen wir den Spektralstern. So, dann wollen wir mal gucken. Es geht los mit der Rosi. RMX Regenbogen Boulevard 2 rückwärts. So, dann wollen wir mal. Guck mal hier. Oh, die sieht richtig heiß aus, du. Richtig zum Vernaschen, du. Ne? Und der Rosi, der sexy Rosi mit ihren heißen Füßchen. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel, sonst verlieren wir noch hier. So. Oh, hier geht's richtig zur Sache hier, ne? Wie ihr seht, haben wir 60 Itemboxen. Und das kommt daher, da ich den Multiplayer gespielt habe heute. Ne? Irgendwie habe ich es geschafft.
Internet zu bekommen. Das war auf einem sehr schweren Wege. Aber ich habe es geschafft. Ja, nicht schwer nicht, aber umständlich, sagen wir mal so. Ich hoffe mal, dass ich mir keinen Schnupfen geholt habe. So. Aber ich habe ein gutes Immunsystem. Und ich bin mir sicher, dass ich dann auch nichts abgeholt habe. So. Lupa! Lupa Boy. Komm schon, Feuer Rosalina. Mit deinen sexy Käsefüßen. Jawoll. Haben wir es auch geschafft mit Feuer Rosalina. So. Tada! So, jetzt kommt die letzte Strecke dieser Tour. Und ihr seht, ich habe das weiße Mii-Kostüm. Ne? Das habe ich mir heute gekauft. Nach all der ganzen Anstrengung, die ich durchmachen musste für den Multiplayer. Das war wirklich eine Tortur, sage ich euch. Ne? So. Wie versprochen gibt es jetzt noch ein Rosalina-Kostüm. Und zwar nehmen wir nun, muss ich mal gucken, was wir noch haben. Oder wisst ihr was, wir nehmen einfach mal das Mii-Kostüm. Was ich mir gekauft habe heute. Ich habe zwar gesagt, wir nehmen nur Rosalina. Aber jetzt machen wir es doch mit dem Mii. So. Und wir nehmen das weiße Birdo-Auto. Mit den Geistern. Guck mal, das sieht doch gut aus. Nur wir tauschen Fishwomen aus gegen Rosalina. Gegen unser Rosalina-Mii, ne? Das lebt auch noch. Jo. So. Oh, es ist nur soweit, die Leute. Die letzte Strecke dieser Tour. Das Geistertal. Und das machen wir, wie gesagt, mit unserem wunderschönen Rosalina Mii. Ne? Im weißen Mii-Outfit. Und passend dazu gibt es den Geistergleiter. Boah, jawoll. So, dann war eben nochmal das Spiel nochmal abgestürzt. Aber es funktioniert nun, wie ihr seht, die Rose fliegt und hoffentlich sieht sie auch. So. Zack, erwischt. Hab ich dich erwischt? So. Und wir haben es geschafft. Mit Rosalina. Als Mii. So, sieht man hier den Leberfleck, wie ihr seht. Ne? Ein Leberfleck. Als Auge. Ja. Als Augenbrauen, besser gesagt. So, und die letzte Herausforderung, das ist das große Riesenrückwärtsrennen. Und dieses werden wir bestreiten mit der teuersten Figur, die ich je gekauft habe. Und das war am Anfang an für 95 Euro. Haltet euch fest, 95 Euro. Das war Halloween Rosalina. Das war mein erster Charakter, den ich damals erworben habe. Da war ich richtig stolz drauf. Sozusagen, weil das wirklich mein erster Charakter war. Und ich war da wirklich 95. Wie gesagt, werde ich sowas werde ich nie wieder kaufen.
Und das war wirklich, also wirklich krass zu dieser Zeit. Aber so war das damals. Ne? Die Figuren waren damals wirklich so teuer. Und Halloween Rosalina war meine erste, ja, exzeptionelle Fahrerin sozusagen. Und diese werde ich nun für diese letzte Mission nutzen. So. Jetzt wollen wir gucken, ob das schaffe hier. Einem Item ist das natürlich schlecht. Aber ganz so schön, nichts ist unmöglich. So, und wir haben es geschafft mit Rosalina. Wir sind erster Platz geworden. Und haben diese Tour abgeschlossen. Tada! Ja, da haben wir es mit dem teuersten Charakter geschafft. Und dem ersten gleichzeitig dazu, den ich mir je gekauft habe. Mein erster exzessioneller Charakter. Ja. Die Rosi halt, ne? So, und nun kommt die Siegerehrung. Nein, natürlich nicht. Denn es fehlt uns noch der Kami Cup. Aber diesen machen wir nicht. Noch nicht. Erst in der zweiten Woche. So. Und da wir jetzt nun fast alles abgeschlossen haben, würde ich sagen, liebe Leute, werden wir uns noch einen kleinen Boni gönnen, sozusagen zum Abschluss der Weltraumtour. So, und zwar sind das zwei grüne Röhren. Ja. Und wir werden uns noch jetzt zuletzt einen kleinen Boni gönnen, weil wir den letzten Cup geschafft haben, den Rosalina Cup. Und zwar ist das im Shop ein Item, was ich mir schon damals holen wollte. Und das ist der dunkle Buggy. No? Da ist er. Sieht er nicht schön aus? Dunkel wie der Weltraum, ne? Passt doch gut, wie gedacht. So.